Wo wir gerade bei der Sache mit der Ordnung sind und den Regeln, da gibt es ja auch die ein oder andere im Straßenverkehr, habe ich mir zumindest sagen lassen. Und die gelten natürlich auch in der Urlaubszeit. Und auch dann, wenn man mit dem Auto auf dem Weg in den Süden ist, nach Kroatien zum Beispiel, und das Mittelmeer förmlich schon riechen kann. Vergessen sind die Geschwindigkeitsbegrenzungen, wenn das Ziel schon so nah ist. Aber Vorsicht, auch die kroatische Polizei versteht keinen Spaß, wenn es um die Sicherheit geht. Die Adria-Magistrale. Hauptverkehrsader an der Küste Kroatiens. 90% aller Feriengäste reisen mit dem Auto an. Doch die Strecke ist anspruchsvoll. Viele unübersichtliche und enge Kurven. Da können riskante Fahrmanöver schnell gefährlich werden. In diesem Auto verunglückte eine Familie aus England, die an der Küste Ferien machte. Während der Urlaubssaison ist die kroatische Polizei deshalb hier verstärkt im Einsatz. Gerade Touristen unterschätzen oft die Gefahr auf dieser Strecke. Die Polizei kontrolliert heute wieder Geschwindigkeit und Fahrtüchtigkeit von Fahrern und Fahrzeugen. Guten Tag, das ist eine kleine Kontrolle. Bitte Fahrzeugschein und Führerschein. Diese Urlauber aus Bayern haben in den letzten Tagen schon viele hundert Kilometer auf kroatischen Straßen zurückgelegt. Mit den Straßenverhältnissen kommen sie gut zurecht, sagt Wohnmobilfahrer Peter Meyer. Jetzt die Küstenstraße ist natürlich ein bisschen kurviger, aber es läuft sehr schön auch raus. Eine häufige Unfallursache auf der Magistrale ist Müdigkeit. Touristen fahren oft lange Strecken, sind erschöpft und unaufmerksam. Wir haben viele Touristen, die kommen von weit her bis zu uns gefahren, zum Beispiel von Deutschland aus. Sie fahren zu viele Stunden, werden müde und so passieren Unfälle. Für den Wohnmobilbesitzer ist Müdigkeit kein Problem, sagt er. Wenn man mal müde wird, dann fahrt man auf den Parkplatz raus. Macht sich einen Kaffee und legt sich ein bisschen nieder und dann geht's ja wieder weiter. Also mit dem Camper ist das eine wunderbar schöne Sache. Fahrzeug und Papiere sind in Ordnung. Der kroatische Beamte ist zufrieden. Ja, wo reisen Sie? Jetzt die Küste wieder hoch nach Split. Peter und Edith Meyer haben noch eine Woche Kroatienurlaub an der Küste vor sich. Die Kontrolle geht weiter. Die nächsten Urlauber kommen aus dem Rheinland. Wohnwagen dürfen nicht überladen sein, sonst wird der Anhänger unkontrollierbar. Matthias Koch hofft, alles richtig gemacht zu haben, denn das Fahren mit Gespann ist für ihn noch ungewohnt. Das erste Mal, ja. Wir sind auch erst seit 3 Wochen Wohnwagenbesitzer, deshalb ist das alles ganz neu. Gemeinsam mit Frau und Kind reist Matthias Koch quer durchs Land. Dass es auf kroatischen Straßen auch gefährlich werden kann, hat er schon selbst erlebt. Wir wurden halt überholt beim Überholverbot. In dem Moment stand auf der anderen Seite halt die Polizei, hat direkt gedreht und ist hinter dem her. Gefährliche Überholmanöver können hier schnell zu einem Unfall führen. Familie Koch hat Glück gehabt. Für sie kann die Fahrt nach kurzer Kontrolle weitergehen. Für eine Familie aus England jedoch enden die Ferien in dieser Kurve nahe Dubrovnik tragisch. Am 31. Juli 2014 verunglückt hier die Familie. Vater und 2 Kinder sterben, die Mutter und der jüngste Sohn überleben schwer verletzt. Die Unfallursache ist bis heute unbekannt. Sicher ist nur, das Auto der Familie kam von der Straße ab und geriet in den Gegenverkehr. Trotz intensiver Ermittlungen konnten die Behörden bis heute nicht klären, warum der Wagen von der Straße abkam. Im Bezirk Dubrovnik kam es 2014 zu knapp 500 Verkehrsunfällen. Die meisten passierten in der Urlaubssaison. Während der Sommermonate ist der Verkehr hier auf der Magistrale sehr, sehr dicht. Da steigt die Wahrscheinlichkeit von Unfällen enorm. Die häufigsten Ursachen für Unfälle hier sind überhöhte Geschwindigkeit, zu geringer Abstand zwischen den Fahrzeugen und natürlich auch Überholvorgänge. Überhöhte Geschwindigkeit ist Unfallursache Nummer 1. Deshalb kontrolliert die Polizei regelmäßig das Tempo der Fahrer. Nicht gerade unauffällig, denn die Blitzerkiste ist relativ groß. Aber es funktioniert. Wenn ich einen Fahrer erfasse, der zu schnell fährt, dann gebe ich meinen Kollegen das Kennzeichen durch und die halten ihn an. Einheimische Temposünder erhalten das Knöllchen per Post. Fahrer aus dem Ausland werden ein paar hundert Meter weiter angehalten. Denn das Eintreiben von Bußgeldern über Ländergrenzen hinweg ist bis heute schwierig. Der Fahrer dieses Mercedes kommt aus der Schweiz und war zu schnell. Die Geschwindigkeit ist 72 Geschwindigkeit. Wie viel? 72? Ja. 72 Stundenkilometer bei erlaubten 50.
Der Urlauber ist überrascht, wie schnell er gerade gewesen ist. Der sagt, ich sei zu schnell. Ich dachte, ich sei um die 50 gefahren. Und der sagt 70, aber 70 kann nicht sein. Über die Messung kann nicht diskutiert werden. Der Fahrer muss zahlen. Da er die einheimische Währung nicht parat hat, geht's jetzt erst einmal zur nächsten Bank. Die Papiere bleiben als Sicherheit bei der Polizei. Kurze Zeit später sind die Urlauber zurück. In Kroatien gilt eine Toleranz von 10 Stundenkilometer. In diesem Fall bleiben nach Abzug 12 Stundenkilometer Überschreitung. Das macht ein Bußgeld von umgerechnet 30 Euro. Nervt das jetzt im Urlaub? Tut das die Urlaubsstimmung? Nein, aber ich finde es für 10 Kilometer zu viel ist noch relativ hoch. Vor allem im Vergleich zur Schweiz. Dort hätte er 240 Euro zahlen müssen. Das Knöllchen verdirbt die Stimmung nicht. Der Weg ist auch ein Urlaub. Die Kulisse ist wunderschön, mit dem Meer immer im Visier und wirklich sehr schön zu fahren. Ihr Tagesziel Dubrovnik haben die Urlauber fast schon erreicht. Die Verkehrspolizisten haben heute viel zu tun. Ein einheimischer Fahrer ist bisher der größte Temposünder gewesen. Er war fast doppelt so schnell wie erlaubt. Ich glaube, ca. 90 km/h war das Höchste. Das Tempolimit hier sind 50 in der Stadt Dubrovnik. Das Bußgeld dafür sind 2000 Kuna. Umgerechnet rund 260 Euro. Wer hier geblitzt wird, zahlt vergleichbare Bußgelder wie in Deutschland. Ihre Kontrollen seien wichtig, um mit den Touristen zu sprechen und um auf die Gefahren der Magistrale hinzuweisen, sagt Hauptkommissar Vuletic. Es gehe nicht um das Kassieren von Bußgeldern, sondern darum, schwere Unfälle zu verhindern. Toleranz ist uns sehr wichtig, besonders gegenüber den Touristen. Wir wollen sie hier natürlich willkommen heißen. Oft bleibt es bei einer Ermahnung. Aber wir möchten auch klar machen, dass die Verkehrsvorschriften auch bei uns einzuhalten sind. Wer hier langsam, ausgeruht und ausgeschlafen fährt, dem zeigt die Magistrale nicht ihre gefährliche, sondern ihre schöne Seite.